Leider Gottes ist der Klima ein bisschen unscharf. Nein, wirklich, das ist. Ja, ja. Ich kann das fast da nicht lesen. Also, wie gesagt, VirtualBox ist die freie Software, die ich nutze dafür, und da habe ich eben diese Maschine installiert. Das müssen wir schauen. Im Endeffekt, ich habe ganz einfach einen User angelegt, der heißt Client, und dort steckt eben diese Client-Software dahinter. Die sieht dann so aus. Und wie gesagt, das ist der Host. Das ist auch bei der Demo, wenn man online reingeht und sich den Client installiert, am Mac oder auf einem Linux oder auf einem Windows-PC, ist eben genau da, also mit Profile Manage Profiles kann man sie eben aussuchen. Bei mir ist jetzt da zum Beispiel die lokale Datenbank, die heißt Demo, die hat aber noch keine Daten drinnen, und eben da die GNU Solidario, die geht übers Internet, dort ist die Datenbank, die heißt 32. Und an die connecten wir uns jetzt. Das Passwort ist GNU Solidario, so steht es auch auf der Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es geladen ist. Genau. Man sieht da oben schon Hospital Software Euro eingestellt. Nachdem ich jetzt übers Handy verbunden bin, ist es ein bisschen langsam, aber da hat wieder wer umgestellt auf, wie es scheint, Spanisch. Da müsstest aber du jetzt eingreifen, weil ich sage, das ist jetzt für mich, ich habe so weit zum Leben. Also wie gesagt, das kann sich jeder zu Hause entweder mit dem Client downloaden, den man auch für alle Betriebssysteme haben kann, also den dritten Client kann man für alle Betriebssysteme haben, diesen GNU Solidario, wo der Banner sozusagen schon auf das GNU Solidario Programm verweist, der geht unter Linux. Man kann aber auch nur über das Internet auch sozusagen dasselbe aufrufen. Das ist dann nicht ganz so schön, es ist ein bisschen vom User Interface anders, aber hat dieselben Modalitäten. Und wir müssen jetzt zuerst einmal die Sprache einstellen. Nachdem ich aber kein Französisch kann, muss ich da jetzt die Utilisateurs erraten. Und dann die Benutzer damit hoffentlich aufrufen. Ist das nicht unter Options oben gewesen? Nein. Die generelle Sprache einstellen fürs GUI? Nein, also man hat jetzt da, man ist jetzt da bei Administration und dann den Nutzer. Muss man nochmal den Nutzer einstellen und wir sind jetzt als Admin eingeloggt. Also das ist sozusagen die für alle zugängliche. Das heißt, ich stelle mir da den Admin jetzt für meine Sprache ein. Das dauert offenbar ein bisschen. Und da habe ich dann die Preferences, Français, da geht es auf Allemand, muss es speichern und muss jetzt mich aber neu wieder einloggen. Ja. Das heißt, ich muss jetzt wieder aus dem Programm aussteigen. Ich hoffe, das ist Französisch, was nicht Spanisch. So, und jetzt kannst du es wieder starten. So, das heißt, da habe ich jetzt noch das alte und erst wenn er es dann lädt, dann sollte er die neue Sprache haben, das Deutsche. Genau. Das wäre gleich die erste Anforderung, dass die Language beim Login eingestellt werden kann. Ja, zum Beispiel, ja, sehr gut, ganz genau. Sehr, sehr gut. Also da hat man einerseits die deutsche Übersetzungen, die eigentlich vom Dreiten her sind. Ja? Während das GNU Help ist da, wie gesagt, leider noch ein bisschen hinten auch. Also sozusagen diese Bereiche hier, ja? Parteien, Artikel, Buchhaltung, Werbung und so weiter, das ist eigentlich, was diese Dreiten Business Software bereitstellt. Und dann hier das Modul Help mit den Untermodulen, die dann da drinnen stecken, das ist, wenn man so will, das eigentliche GNU Help.
Man muss immer zuerst, wenn man noch keinen Patienten angelegt hat, muss man zuerst bei den Parteien die Person anlegen. Ja? Also das ist sozusagen dann die eben aus der Business-Buchhaltungssoftware irgendwie stammend. Hat also da dann die möglichen Bereiche, verschiedene Probepatienten, ja, also schon verschiedene eingegeben. Wir könnten hier jetzt einen neuen Patienten anlegen. Also wenn jetzt jemand komplett neu in die Ordination kommt, muss ich den zuerst sozusagen bei der Partei anlegen. Ja? Das müsste also auch automatisch gehen mit dem Stecken der E-Card, sollte das dann hier in den Parteien neu angelegt werden. Und jetzt haben wir ja schon welche, das heißt, wir können dann gleich zu den Patienten runtergehen. So, wir machen da wieder zu und gehen in das Health, also immer diese Dreiecke anklicken. Und da sehen wir jetzt eben, das ist noch zu wenig übersetzt, da haben wir die Patients. Und habe da jetzt 2, 4, 6 Testpatienten angelegt. Wähle einen davon aus. Ah ja. So, und da habe ich jetzt zum Beispiel schon angegeben, wenn man so will, so eine Art Patient Summary, wenn ich das Automated Summary of Patient, dass er eine Allergie auf Penicillin vorliegt, Typ 1 Diabetes, Streptokokken Sepsis, In vitro Fertilisation, also ich weiß nicht, ob man das hinten alles lesen kann, wahrscheinlich nicht. Ich lese das da mal vor, also da sind mehr oder weniger ICD-10. Ja, okay. Und auch da hat man dann die allgemeinen Informationen. Das ist halt auch jetzt auf dem kleinen Rechner, natürlich brauche ich einen größeren. Hat man hier das Allgemeine, dann kann man Assessment machen für Functioning and Disability, dann für die gynäkologische Anamnese, die Surgeries, also die Operationen, wären dann alle da drinnen. Das sieht also der Arzt bei sich in der Ordination. Genau. Das hat er schon jetzt vorgegeben. Und jetzt ist eben die Frage, was braucht er davon noch, was kann man anpassen. Lifestyle, also das ist jetzt alles die entsprechende Anamnese, die man da abspeichern kann. Genetik gibt es auch, also da gibt es auch Kataloge dahinter, die man verwenden kann. Wie schaut die Medication aus? Ja, schauen wir da gleich, jedes letzte. Du kannst oben die obere Hälfte kleiner machen und mit dem Bömmel rechts außen her. Na, der sollte jetzt eine E-Mail unterhalten. Ja, ich kann es versuchen, vielleicht kann man es kleiner machen, dass man dann ein bisschen mehr drauf hat, oder? Nicht, genau. Das Problem ist, dass der Monitor, die Auflösung nicht. Dann kann man es wieder nicht lesen. Also da ist jetzt, glaube ich, auch in der Medication momentan nichts drinnen, aber man könnte da eine anlegen, und zwar muss man dann da auf Beziehung gehen, das ist auch jetzt, wenn man so will, nicht optimal vom User Interface, und da habe ich jetzt die Möglichkeit, ich kann Appointments geben, also ich kann einen neuen Termin vergeben, ich kann zum Beispiel jetzt da die Medication, wo haben wir es? Prescriptions. Kann ich also da eingeben. So, und jetzt habe ich da eine neue zum Beispiel, oder schauen wir uns zuerst einmal alte an. 25. Jänner 2016. Und wie gesagt, das ist jetzt leider mit der Darstellung halt ein bisschen problematisch. Da ist auch die ganze Verschlüsselung mit Hash und digitale Signatur wäre möglich. Medikamentendatenbank? Ja, steht dahinter. Ja, also da kann man natürlich auch den Erstattungskodex muss man dann als erstes oder als zweites oder als eines der frühen, denen muss man dann den Erstattungskodex natürlich einlesen. Da habe ich jetzt den String dahinter, ja, was da drinnen steht, Amoxicillin, 500 Milligramm Kapseln. Und ich könnte das jetzt auch einen Bericht drucken, beziehungsweise das Medikament zu einem Rezept drucken. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es mit dem hinkriege. Hast du LibreOffice drauf? Also, schauen wir mal, was passiert. Ja. Keine Chance. Würde jetzt sozusagen ein Rezept machen. Rezept aus. Ja? Ja. Genau. Das ist nicht als PDF. Als ODT. Und man kann es dann natürlich als PDF auch speichern.
Aber du kannst es noch bearbeiten. Ja, warum soll das das PDF speichern, wenn es eh ohne Idee ist? Passt der? Genau. Dann so. Notwendig. Und die Interaktionsprüfung und diese ganze... Die müssen wir dann natürlich auch einspielen. Ne? Also das ist dann, es gibt ein bisschen was, ja? Also es gibt auch schon jetzt was, also was ist jetzt eben für in der Schwangerschaft zum Beispiel verboten, aber natürlich müsste man das nehmen, was vom Hauptverband zur Verfügung gestellt wird. Das ist aber nur eine Form von Einlesen. Da haben wir die Spezialisten, die Technischen ja da. Und wir müssen halt nur sagen, was wir brauchen. Sag ich jetzt einmal. Und die Programmierer machen alles, ne? So stellen sich die Ärzte das vor. Bitte? Was ist Medikamenten? Ah, okay. Okay, was haben wir noch? Also was gibt es noch für Beziehungen? Ah, Stop Moves. Gut, dann müssen wir wieder zurück. Danke, ja. Ja? Achso, ja. Ja, wir müssen Schluss machen. Ja. Gut. Schaut gut. Ja. Danke schön.